Wow, ernsthaft, Leute? Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. Aha. Na dann auf nach Brasilien. Schon wieder ganz vergessen, dass das mit in der Aufnahme drin war. Ich habe mich gefragt, was wir jetzt die letzte Zeit noch machen. Aber gut. Frustrieren wir uns wieder mal eine Runde. Brasilien. 2012, war da irgendwas? Nee, Fußball-Dings war erst 2014 da, oder? Ja. Oder war das dieses Jahr? Nee, dieses Jahr war Europameisterschaft, glaube ich. Ja, genau. Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Dieses Gut war schon wieder letztes Jahr. Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Ist noch nicht die Tokioer U-Bahn, aber auf dem Weg dahin. So. Dann spielen wir mal Assassin's Creed ohne die ganzen nervigen Hilfe-Pop-Ups. Weil Real Event. Fällt überhaupt nicht auf, dass ich gesucht bin. Wie kann denn weltweit Miles gesucht werden? Wie? Okay, das ist wie in Berlin. Also im Prinzip spielen wir hier gerade ein bisschen Watch Dogs. Glaube ich. Ich habe es nie gespielt, aber es muss, glaube ich, genau so sein. Überall Telefone, überall neu, überall Leute, die nerven. Im Prinzip ist Assassin's Creed in der Neuzeit. Ich hoffe, der Film konzentriert sich nicht zu sehr auf diese Neuzeit. Denn dann wäre es ja ein Watch Dog-Film, kein Assassin's Creed-Film. Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren, aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge im oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Fehlt nur noch ein Ticket. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach eins. Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Wie gesagt, das ist nicht nett. Also schleiche ich mich mal lieber dran vorbei. Die Frage ist natürlich, könnte ich eins klauen oder nicht? Wahrscheinlich. Okay, nehmen wir den Umstand. Ach du Scheiße. Leute mit Laserschwertern. Normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Na super, wir hätten ein Ticket klauen sollen. Nur habe ich den Eindruck, dass ich selbst dann. Vorsicht! Ja, ja, ist gut. They don't see me anymore. Der Eingang ist am Ende dieser Halle. Die Soundeffekte sind schon wieder so laut, dass ich kein einziges Wort verstehe. Ich glaube, in der nächsten Aufnahme werde ich wieder die Untertitel einschalten für das Spiel. Das ist ja ätzend. So, ist die Luft rein? Ich hoffe doch. Okay, die gucken woanders hin, die da vorne. Nicht wirklich, kommt eine Gruppe vorbei, die mich mitnehmen kann? Nö. Dann laufe ich doch mal auf die Gruppe da vorne zu. Super, da ist dein Kontrollpunkt. Zum Kötern, ey. Bin ich jetzt gesichert? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich bin immer weg. Im Ernst, was soll das mit den Stadien und den Pinkelrinnen? Das ist ekelhaft. Und wer hat sich das ausgedacht? Die sind zeit- und kosteneffizient. Ich sehe hier nicht mal eine Kabine. Was, wenn ich einen abseilen muss? Ja, dann schalte doch bitte das Mikro ab. Würdest du? Sind doch Kabinen. Weiß gar nicht, was er hat. Auch wenn die Bodenlöcher vielleicht ein bisschen ungewohnt sind, aber naja, plumpslos. Was willst du sonst da erwarten? Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich... Scheiße. Ich dachte eigentlich, Brasilien hat sowas wie ein Abwassersystem, weil...
ist doch wahrscheinlich kein Entwicklungsland, oder? Oder? Nee, kann nicht sein. Ich würde behaupten, Brasilien ist weiter als Plumpsklo. Ich komme näher. Scheiße, noch eine Kontrolle. Du musst einen anderen Weg finden. Security ist hier zu dicht. Okay, was ist das hier für ein Event, dass es hier so viele Kontrollen gibt? Ich meine, toll, Abstergo-Agenten, aber warum? Da komme ich nicht durch. Das wäre normalerweise total einfach, einfach durchdrängeln, aber nö. Weil warum? Ist hier? Nee, hier ist kein Durchgang. Muss ich wohl über da vorne lang. Da ist ein grünes Zeichen, dem sollte ich vielleicht folgen. Upsi! Okay. Mal so ein Tipp, Abstergo. Man stellt Wachen an Ein- und Ausgängen auf. An allen. Nicht nur an einem Haupteingang. Schnauzerhund. Oder willst du Klinge in den Hals haben? Du lebst noch, oder? Okay, gut. Huch, er ist ja gerade... Er ist aufgestanden. Was willst du von mir? Ich kann kein Brasilianisch. Wieso funktioniert das Animus-Übersetzungsprogramm hier, aber nicht im Animus? Fast geschafft. Sie ist nur auf der anderen Seite des Stadions. Andere Seite? Na toll. Wobei doch, es funktioniert da. Aber auch nur noch mit Untertiteln. Das war früher besser. Da ging es richtig und hatte nur so ein, zwei, drei Wortaussetzer. So eine Sachen wie Schimpfwörter, die hat irgendwer bei Abstergo nicht übersetzen wollen. Katze die Merda und so ein Kram. Wobei ich mir vorstelle, dass das eigentlich total einfach ist, wenn du sowieso nur Erinnerungen durchlebst. Dein Prinzip weiß ja dein Vorfahre, was gesagt wurde und dementsprechend müsste das theoretisch direkt in deine Sprache übersetzt werden, weil es ja im Prinzip Gedankenmuster sind, die sortiert werden. Weißt du, auch wenn die anderes Zeug sprechen, solange ein Vorfahre sie verstanden hat, verstehst du sie auch. Und wenn sie nur Blödsinn gelabert haben in einer anderen Sprache, weiß nicht, wie wäre das denn? Naja, man versteht Rebecca sowieso nicht. Ah, es ist ein Ringkampf. Wegen dem Ringkampf gibt es zigtausend, okay. Nee, aber wenn denn dein Vorfahre, sagen wir mal, mein Vorfahre war Franzose, ist in Frankreich, ich verstehe das ganz Französisch. Wird in echt nie passieren. Aber dann läuft er einem Deutschen über den Weg. Dann müsste doch mein Vorfahre ihn nicht verstehen, wenn er das nicht jetzt explizit gelernt hätte. Und ich könnte ihn theoretisch verstehen, aber dann könnte ich ihn wiederum nicht verstehen, weil er seine Gedankenmuster nicht verstehen. Verstehst du? Habe ich jetzt den falschen Eingang gewählt oder wie? Gut, dann gehen wir auf die andere Seite. Ist ja zum Glück nur noch ein Arm übrig. Aus irgendeinem Grund halt es trotzdem für schlau, hier lang zu gehen. Das kann natürlich sein, dass er da hinten ist. Bei einem einzigen Balkon, wo keine Strebe hinführt. Weil warum? Ach du Scheiße. That was not nice. Hey, du wieder. Ja, ja, ist klar. Wenn irgendwer von euch Rebecca versteht, ne? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Tschüssi, Leute, ich habe gerade keine Zeit für den Scheiß. Aber ich wollte euch auch mal umhüpfen, weil ihr es ja dauernd bei mir macht. So, da ist Menschenmenge, da ist Ausgang. Alter, Ausgang war andere Seite. Grünes Zeichen. Aus dem Weg, ihr Penner. Ah, ich wünschte, ich wüsste noch, wie man sich befreien kann aus so einem Scheiß. Wir haben Zeitprobleme. Ja, ja, Rebecca. Schön einfach gesagt. Ich muss hier erstmal... paar Leute killen.
Ich bin Spider-Man. Grün zeigt den Ausgang, Desmond. Da lang. Okay. Keine Munition mehr. Kannst du dir das vorstellen? Keine scheiß Kugeln mehr. Fast hätte er mich gehabt. Gott. Was zum Geier, ist mir egal. Ist mir jetzt egal, ob das Spiel buggt. Ich nehme das dankbar an. Kann ich jetzt mal bitte irgendwas aktivieren? Eine Cutscene oder irgendwas? Go down. Ali ist da. Was ist mit Esther? Okay, schnell zur Metro. Ich halte den Zug für dich an. Scheiße. Leute, 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 geh mal kurz aus dem Weg. Ich muss einen Zug erwischen. Hallo, Freunde. Danke. Aua, Arschlöcher. Ich sagte Arschlöcher, lasst mich weiter. Alle hinter mir, alle Eingang, Ausgang, Ausgang. Nein, du sollst durch den Ausgang, Alter. Ecke, Ecke. Oh, ich hasse diese Steuerung. Ah, hab keine Lust, gegen 30 Leute zu kämpfen. Da, endlich. Ein Eingang, der funktioniert. Tschüss, ihr Penner. Zack, wisst Dudes. Ist jetzt nicht so, als könnten die mich an der nächsten Station rausangeln oder so. Ich bin safe. Well, that mission doesn't make any sense, aber egal. Wir haben es geschafft. Ich glaube, New York hat mir besser gefallen. Wir können zurück zu Connor, wenn du bereit bist, Desmond. Ja, aber ich glaube... Oder du schließt zuerst die Energiequelle an. Entscheide du. Genau das. Außerdem habt ihr bestimmt tolle Gespräche wieder für mich übrig oder so, ne? Energiequelle, das war... Welches war denn das nochmal? Das Ding hier, ne? Genau, der Pfad, der ausgeleuchtet ist. Also auf sehr seltsame Art und Weise scheint dieses Monument mit Licht, mit gelbem Licht darauf hinzudeuten, wo ich jetzt nächstes hin muss. Wenn man mal drauf gekommen ist, ist das gar nicht so schwer. Wenn man nicht drauf kommt, kommt man trotzdem drauf, weil man unterbewusst wahrnimmt, dass da irgendwas ist, was einen ruft. Ist im Prinzip echt cool gemacht. Man will ja nicht nur über das Spiel meckern. Man muss auch mal so eine Momente anmerken, wo man so bemerkt, ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ganz coole Gedanken sind dabei rumgekommen. Das hier ist gerade extrem blöd, weil ich da nicht durchkomme. Kleines Brecheisen oder ein kleiner Vorschlagkammer, das wäre alles einfacher, aber egal. Rennen wir außen rum, vielleicht finde ich den Weg ja nochmal. Uhu! Zip! Wupp! Climb. Dann halt nicht. Ich habe da so ein komisches Gefühl, dass wir hier schon mal lang gerannt sind. Aber offenbar war es doch irgendwie richtiger als eben. Okay, Juno, hier hast du dein Ding. Ich glaube, du warst Juno, oder? Ich bringe euch immer durcheinander. Ihr seht alle gleich aus. Call me racist, aber ist halt so.